Es ist der 24. März und wir feiern heute den Namenstag von Karin oder Karen, die heute Namenstag hat. Der Name Karin kommt aus dem Schwedischen, ist eine Kurzform von Katharina und bedeutet so viel wie die Reine oder die Aufrichtige. Aktuell ist Karin nach unseren Schätzungen 63 Jahre im Median alt. Warum feiern wir heute den Namenstag von Karin? Das liegt an der Katharina von Schweden. Die heilige Katharina von Schweden war Äbtissin des Klosters Vadestana und eine Tochter der heiligen Birgitta von Schweden. Im Alter von 13 Jahren heiratete Katharina den deutschen Adeligen Eckart von Kühnen. Die beiden gelobten aber, eine sogenannte Josefs-Ehe zu führen, was immer das auch sei. Ich hätte da eine Vorstellung. Als ihr Mann 1349 starb, folgte Katharina, die zu dieser Zeit bei ihrer Mutter in Rom aufhielt, dieser ins Kloster, wo die beiden über 20 Jahre in derselben Gemeinschaft lebten. Ja, welche berühmten Karins kennen wir? Wir kennen die Karin Bahl, die Schauspielerin, und welche berühmten Karens? Das ist die Karen Webb, eine Fernsehmoderatorin, oder Karen Köhler, auch eine Schauspielerin. Ja, wie man Namenstage nutzen kann und unsere App Namechecker, die kann man runterladen im App Store und bei Google Play. Und wie man Namenstage im Dialogmarketing einsetzen kann, das zeigen wir auf unserer Homepage www.marancon.de/Namenstage. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Karens und alle Karins zum heutigen Namenstag.